Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, die Urlauber kehren zurück in die Heimat. Doch pünktlich zum Urlaubstart haben die Spritpreise natürlich wieder ordentlich angezogen. Deshalb wollten wir wissen, haben Ihnen die Spritpreise die Urlaubspläne verhagelt? Wir haben in Rottweil nachgefragt. Wir würden auch in Urlaub gehen, glaube ich, jetzt im Moment noch. Trotz der teuren Benzinpreise würden wir fahren nach Italien oder wohin. Nein, die Benzinpreise haben nicht meinen Urlaub verhagelt. Ja. Ich habe es entsprechend eingeplant, weil Urlaub geht vor. Lieber woanders ein bisschen zurückstecken. Nein, überhaupt nicht. Denn ich habe eine Woche im Donautal verbracht. Und das sind 50 Kilometer von hier und das kann man noch bewältigen. Diese paar Cent hin oder her ist eigentlich im Prinzip völlig wurscht. Ich habe so viel Geld, dass ich mir das erlauben kann. Ich bin 72 Jahre alt und wenn ich hier mit 72 nur wegen ein paar Cent pro Liter sparen muss, dann habe ich viel im Leben falsch gemacht. Nein, nicht unbedingt, weil ich bleibe zu Hause. Aber ansonsten finde ich es schon etwas happig. Wir sind ja jetzt auch wieder runtergegangen. Wir sind mit dem Zugfahrer die erste Strecke und das andere war mit dem Flugzeug, sodass das überhaupt kein Thema war für uns. Das Auto blieb hauptsächlich in der Garage. Man macht viel mit dem Fahrrad und viel zu Fuß.